Valkyrie holen, ne? Hä, aber ich... Nehmen deinen Tank und brettern da durch. Ja. Warte, ich muss mir alle löschen. Durch die Scheiße, ich will Spieler einladen. Ah, oh, die Mission, die ist so krass. Okay, wir machen... Oh, kannst du mich nochmal... Hab ich. Ja, ich hab's instant gelöscht. Sorry. Alle vom letzten. Warte. Carnivore. Blockiert steht da. Ja, dann kann Jan mich, glaube ich, noch einmal einladen. Nee, bist eingeladen. Komm rauf. One for you. One for me. Ah ja. Perfekt. Danke. Ja, Alex, das wird so lustig jetzt. Ja, du weißt ja ganz genau, wie es läuft, ne? Ja. Den Tank und durch da. Also, erklärt mal bitte jemand Marsti. Jan, du bleibst zurück. Oder nein, ich könnte ja auch schon einsteigen. Ich muss mir doch alles kaufen. So, jetzt kannst du losgehen. Ihr steigt alle bei Merten in diesen Mini-Tank und wir brettern da einfach durch, dann stecke ich eine Helium, fliege uns weg. Ja, klar. Du musst ja in-game muten. Du musst dich in-game muten, Mama. Mama, das sagt doch immer irgendein Let's Player. Ja, Hardy von Pizmeet. Genau. Der also, Tier. Mama, bitte. Ah, den feiere ich aber auch total. Ich feiere Pizmeet generell irgendwie. Ich nicht. So, Kleidungsstil, Merten. Junge. Ich muss irgendwie zu dir rüber, ne? Wie komme ich denn zu dir rüber? Nee, wir sind alle eins. Okay. So, sollen wir hier den Anzug nehmen, diesen Standard, mit dieser, was Jan hat? Jan müsste es dann dementsprechend aussehen. Unter was ist denn das? Unter gepflegt. Und dann... Oder schweres Gefecht, Alter. Das sieht halt richtig krass aus. Und dann nehme ich Ganzkörper. Genau. Und ihr müsst was anderes nehmen, ihr beiden. Ja. Mastenstil, nehmen wir den gleichen Merten. Lass mal. Ja. Inkognito nehmen. Wir müssen uns dann aber davor noch, wir fahren ja in anderen Autos hin, dann treffen wir uns davor und dann fahren wir insgesamt rein mit allen. Genau. Nö, wir steigen alle einfach mehr. Okay. Ja, eben, ich fahre von Anfang an. Also ich war schon mal bereit. Bei mir ist bei Incognito noch irgendwie so was vorne drauf, siehst du das? Ja, da gehst du auf Maske. Warte, ich kann dir auch nehmen, ist kein Problem. Warte, so. Ach so, ich hab's, ja. Das, genau. Getüntes Fahrzeug, der Endzeitung. Und los. Ach, ihr habt alle auf mich gewartet, okay. Wir beide direkt. Wir können eigentlich alle vier direkt in deinen Arsch. Ja, der Endzeitung ist unzerstörbar. Ich muss bloß halt fahren. So, ich schalte mal kurz Ingame Chat noch aus. Eine Sekunde. Ah, der steht rechts ums Eck. Ja, bei mir auch. Junge, meine halt auch, Alter. Ich habe extra nicht mein Rapid GT nicht, dass ja, wie langsam ich bin, was ist das denn? Ja, wegen der Todesweste, die wir anhaben. Will dann aber auch ein bisschen geschützt sein. Ja, Alex, du musst vorne sitzen. Right. Das habe ich mir gekauft, Alex. Ich bin schon ein bisschen stolz drauf. Ja, das sieht geil aus. Sowas möchte ich hören, wenn jemand mein Insurgent sieht. So. Gibt's den auch mit dem MG hinten drauf? Haben wir geguckt. Ah, wäre das geil, ey. Die Mission war so Hammer. Gib's einen Fick auf alles. Beschleunigung nicht ganz so, aber höchstgeschwindig. Ihr wisst ja, was ich machen muss oder was ihr machen müsst. Ja, also wir von daher. Ich hab die Mission noch nicht gemacht, von daher, keine Ahnung. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass wir uns danach streiten. Ich das. Okay. Genau, letztes Mal haben wir es ein bisschen mit Taktik probiert, dann ist uns aufgefallen. Wir können einfach durchfahren. Und jetzt haben wir halt einen Insurgent, also die Setscreen. Können ja gleich aufgeben. Ja, Homie. Das Teil hat halt auch so eine krasse Lenkung irgendwie. Das rutscht halt null. Guck mal, Motorradfahrer. Die muss halt aus Prinzip rumhauen. Ja, manchmal hat immer ein CTR. Das ist halt echt so. Hat da gerade jemand geschossen auf uns oder war das ja? Ja, hinter uns hat jemand gesehen, hier schießen ganz viele, wir fahren durchs Ghetto. Ah, okay. Ups. Das Ding war, ich hatte das Teil hat $650,000 gekostet. Ich hatte die Wahl, mir irgendwas Krasses zu holen. Genau, habe ich das Teil gesehen und mich direkt verliebt. Michaela, du. Hol ich mir auch. Michaela. Oberschenkel, Alter. Oberschenkel. War der Michaela, die Schlaguhr läuft. Wir haben nicht ewig Zeit. Michaela, jetzt reißt du dich zusammen. Ja, Michaela, jetzt mach doch. Okay, Friedrich, wir sind da. Okay, einer durch die Scheiße da. Ja, Mann, weg die Hörner, ist das geil. Ja. Oh, Gott. Einfach
einfach schießen, einfach schießen. Ich will nicht durch da. Macht der auf? Ah, nee, der macht uns sicher nicht mehr mit dem Lauf. Der macht uns auf. Maximale Gesundheit. Gang erhöht. Nicht reinfahren. Doch, doch. Ja, ich hab grad ne Granate dahin. Jetzt durch. Ich krieg das Ding, Wir bleiben erstmal im Auto sitzen und knien die Scheiße da. Ja, komm mal. Kann ich hier durchfahren? Nein. Jetzt erstmal da die Umgebung knien. Die Typen hier. Merken. Oh. Nein! Boah, shit. Ich bin rausgequittet. Also ich bin rausgegangen auf dem Auto, Mann. Ich geh in die Walküre. Jemand kümmert sich mal um den Heli oder was? Alter! Scheiße! Trommelfeuer der Verdammten, Alter. Wir sind beide down under Valkyrie, ich steig jetzt ein. Kommt rein. One von mir ist gestorben, scheiße. Kommt! Oh, ich bin relativ weit von der Valkyrie entfernt. Ja, hier ist alles sonst geklärt. Ja, kannst du mal. Hier war das Teil weg, ich fahr ihn wieder raus. Kommt mal auf die andere Seite, da könnte ich direkt einsteigen. Bist du bei mir drin? Ja. Dann machst du das ja easy, ne? Nee, ich bin halt nicht. Ach doch, warte. Stimmt. So ging okay, das. Eh. Ich sehe halt die anderen. Wo bist du hier? Ja. Ich werde mit dem Heißkammer sich so viel Geld farmen, wenn man das einfach immer so macht wie wir gerade. Ja. Ja, und ich guck immer so durch deine Kamera, um so ein bisschen so zu, ne? Ja, da ist einer. Nee. Hätten wir nicht rechts rum gemusst? Da ist er. Ich muss zum Gamepunkt oder so. Alex. Geht's, glaub ich, ne? Da unten ist er doch. Da, er fliegt immer weg, ich kann ihn nicht. Ja, Junge! Er ist unten. Das geht halt nur mit Team AMD, Alter. Merten, Hilfe! Sorry. Ne, Merten sind vor uns. Das Ding ist sogar, ab und zu muss ich die AMD splitten fürs Team wohl. Oder so eine Aktion hier. Jo, wie lange am Drehen ist das denn bitte? Guck mal, Alex, wie schnell das Teil teilweise wird. Das ist richtig krass. Ich stehe auf das Teil. Sobald ich hier diese eine Haze hier durch habe, kann ich es mir ja kaufen. Das ist echt top. Junge, das ja, ist warte mal. Wir können jemand ganz kurz aufhören zu rauchen, weil hier ist gerade irgendwie so ein bisschen. Wieso fliegst du weg? Ich muss doch schießen. Ja, weil ich doch drehe, du Jocke. Ja, wie langsam drehst du, ne? Ja, bist du auf Distanz, damit auch mal Zeit ist zum Schießen, du Opfer. So, jetzt. Und der ist down, jetzt auf den. Irgendwie ist der halt nicht down. Ja, irgendwie sind die. Ne, der Buzzard, der ist down, der fliegt nach unten. Aber ich schieß halt noch so, jetzt die Typen da vor uns. Oh, der ist down. Der auch gleich down. Du kennst doch bestimmt, Alex, diese Minen, die du auf den Boden werfen kannst, ne? Da. Nochmal, welche Minen? Diese Handminen, ich weiß nicht, wie die heißen, die man auf den Boden werfen kann. Oh shit. So, wir teilen uns jetzt wieder. Ja, es gibt Haftbomben und es gibt, Bewegungsminenteile, genau, also Teile, sobald halt jemand drüber fällt. Einfach drauf stehen bleiben, wenn die hochgehen, das juckt das nicht. Echt jetzt? Ist ja der Hammer geil. Leute, wir teilen uns jetzt wieder in die Standard Team AMD und Team Nvidia auf. Alles klar. Alex, hast du eine Nvidia-Grafikkarte? Ja. Perfekt. Also Team AMD und Team Nvidia spielt jetzt wieder, weil irgendwie, wenn zwei von zwei Teams durcheinander reden, ist gar nicht mal so geil. Es ist halt so, dass wir alle vier in Helikopter müssen jetzt. Los! Nicht zwangsweise, wir können es gerne machen. Ich flieg die Scheiße, halt merken wir an den Gunner. Genau, aber wir fahren jetzt wieder mit dem Messerchen, ne? Ach ne, wir sind immer direkt beim Heli. Ja, sorry, Jan. Also, ich geh an den Piloten, Merten geht an den Gunner und der Rest ist dann von hinten raus. Ihr beide seid übrigens der Rest. Ja, warte, ich geh Jan geht an, Gunner und los. So derbe, ich kann halt rein gar nichts machen, außer zu gucken. Oder so. Du was? Halt irgendwas drücken, dann machst du diese Bordkamera-Kanone. Ja. Ah, doch, ich kann was machen. Finde ich gut.
Philipp, man? Ich hab gesagt, los, Team AMC und Nvidia. Oh, jetzt wird's geil. Jetzt wird's geil. Ich hab mich, wenn ich ehrlich bin, schon auf den Neustart gefreut, wo wir einfach durchfahren. Alter, was wackelst du? In meinem Maul, Junge. Ja, du wackelst hier so hin und her. Ja, ist da hinter uns einer? Gib mal Callouts, Alter. Ja, natürlich, hinter uns ist einer. Aber auf den kann ich nicht schießen, weil ich kann nur vor uns schießen. Ja, aber der ist halt zu weit weg. Boah, shit, jetzt drehst du. Fuck, jetzt kommt uns nämlich von der anderen Seite noch einer besuchen. Oh ja, der kassiert. Der ist weg. Ist down. Okay, wunderbar. Oh, hier ist direkt wieder einer. Hat ein bisschen kassiert. Ist sofort down, ist down. Ist down. Letzter. Letzter. Ja, genau da. Ja, perfekt so. Sollte auch weg sein. Ist weg. Ja, ist weg. Mein Status von dem vorletzten ist nur in der Luft. Ah ja, da war ein Double Hit Ticket down. Kann man wegfliegen. Und los. Das Ding ist so langsam, ne? You gotta clear the air before you come back. Da vorne direkt einer. Direkt vorne. Ich glaube, das Time ist hier ab. Da muss auch ein Merdner wieder ran. Team Arm, die Ripple. Sehr schön. Los. Wir machen wieder alles hier, ne, Merten? Unglaublich. Amateure, Amateure. Keine Konstellation kann man uns mithalten. Stell dir vor, zweimal Team AND in einer Crew, in einem Heiß. Wir würden halt, keine Ahnung, 30 Sekunden oder sowas brauchen. Ja, und für alle Vorbereitungen und den Heiß. Ja. Ist weg oder muss ich umdrehen? Rende. Der ist unter uns durchgeflogen. Oh, sorry. Auf einen nur gewartet. Nee. What the fuck? Habt ihr den Dodge gesehen? Habt ihr den Dodge gesehen? Trinkheit geht an mich noch der Fall. Ja, ja, ist down unter uns. So, und los zum Übergebaut. Ja, Benz. That's it. Clear skies. Good work. My people. Haben wir den Heißer nicht auf schwer oder kann man den gar nicht einstellen? Doch, den kann man auch einstellen. Hätte sie mir das früher gesagt, hätte ich es machen können. Aber es gibt eh nicht so viel hier, weil nämlich da ist noch eine Vorbereitung. Kann man alles. Jetzt kommt eine letzte Vorbereitung und dann ist Ende. Kann man das andere auch noch einstellen? Oder. Also auch nochmal einzeln auf schwer und sowas? Oder war das jetzt für ein für alle Mal auf normal? Nee. Also du hast ja jede Vorbereitungsmission, also jede Mission sozusagen. Und jedes Mal, wenn du sie spielst, kannst du sie halt auf leicht, schwer oder normal halt stellen. Schwer, weil die hast, das Ding hatten wir schon mal durchgespielt, also eigentlich. EMP kommt jetzt als nächstes, ne? Okay, kann ich auch schwer machen, kein Thema. Ja, ist ja auch nur ein bisschen fahren. Geld fahren hier. Bring the chopper down easy, you don't want to mess this up now. Ich mach den Robin gleich, kappa, kappa. Aha. Das Ding bringen wir ganz gut. Robin Musk kann ja direkt ins Wasser fliegen. Im Mann hier. Genau da, wo irgendjemand gerade hinschießt. Ich. Schön gelandet. Ach, Bruder, weich, Junge. Kann er wieder ein Brot mitschmieren. In diesen Pedalen da unten, ne? Wo muss er? In diesen Skiern. Wäre jetzt so krass, dass Alex ein Vibe ist. Ja. Hä? Dass Alex ein Vibe ist, also. Ja, Mars, ne? Ja, Mars, alles klar. Ach, wunderschön. Ach, es ist zu einfach für uns. Es ist durchgespielt, man. Ja, wir können in der Mitte einfach so einen Querstrich ziehen. Ja. Oben an Nvidia. Ja, mit 14 FPS läuft da halt nichts, ne? Was für 14? Ich träume von 14. Ja, stimmt, das Ding. Da brauche ich schon eine Minute, bis ich 14 erreicht habe. Junge, Mars rechnet schon gar nicht mehr in FPS, sondern in FPM, Alter. Mars, genau. Der weint nicht direkt rum wie Robin. Ja.
Was? Nvidia ist voll gut, G-Sync, FreeSync, Meep-Sync. Dicht wie so ein Song. G-Sync, FreeSync und Mauzi-Sync. Mauzi-Sync. Warum chill ich da so Mast, Alter? Wenn Junge, ich hier Homo, steht gleich mein dicker AMG. Instant neu. Genau. Oh, bei mir lädt's noch. Okay. Matt, du hast in die Zukunft geguckt, ne? Pff, ja, aber ist schon ewig her. Ja, kennst du den DeLorean, den Wagen von dir, mit den Flügeltüren? Ja. Den kennt halt jeder. Jetzt chill ich auch an einem Ast. Ast, genau. Ja, easy. Auch getuned so. Hä, hey, den gibt's doch gar nicht so. Also doch. So richtig krass. Doch. Also wieder DeLorean. Den würdest du ja mal gern sehen, du? Ayo, kannst du sehen, du? Das ist der Imponte Ruine. Das ist ein Muscle Car. Hey, ich kenn den Bruno. Kleiner Pischer, ey. Oh, genau. Ich geh jeden Tag danke damit, ich weiß, was das ist. Ja, mit JP Blacks aber nicht vergessen. Ja, yeah, Alter. Pischer, ein Dollar krieg ich noch von dir. $1? Nee, ich bin kein Schäkel-Jude. Mehr hätten gleich so, was, ein Dollar? Wieder richtig? Schäkel, Schäkel. Das müssen doch mindestens 9,43 Schäkel sein. Oh. Was ist denn los? Das ist kein Schäkel-Jude, das ist los. Wir haben ja auch unser Israel-Fallschirm. Ja. Irgendwer muss die Geschichte Mars mal erzählen. Also, wir haben uns USB 3.0 USB-Sticks gekauft in der Schule. Und haben wir halt über Mertens Amazon-Account gemacht, habe ich ihm halt über PayPal das Geld für meinen Stick überwiesen. Das war irgendwie 13,88 Euro. So, und ich habe ihm nur 13,50 überwiesen. Und er hat wirklich auf diese 38 Cent bestanden. Das Ding ist, ich weiß gar nicht mehr warum. Irgendwas war mal das. Dass es halt genau umgekehrt war. Und deswegen habe ich das auch durchgezogen, dass ich das Geld wollte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das und war. Und seitdem, mit dem habe ich so gesagt, ja, Merten ist voll jüdisch, Alter. Der will, weil er auf diese 38 Cent besteht. Und Merten halt auch immer, wenn wir unsere Pizza bestellen und Marc und ich voll durcheinander sind in der Schule, hat Merten immer voll den Überblick über unsere Finanzen und so. Und deswegen ist Merten so ein Jude. Und er hat mich in-game getötet wegen Geld. So, habe ich eingeladen. Genau. Jo, ich komme. Was? Ich alles in der Welt. Geld auf Jan und Merten holt ihn tatsächlich. Obwohl er 800.000 oder so auf dem Konto hatte. Schickeljude. Man braucht Geld. Schickeljude. Schickel. Fuck bitches Geld. Geht schon weiter? Ja. Jo, hab eingeladen. Fuck bitches Geld. Schickel. Ich hab dich nochmal eingeladen, euch beide. Der lad mich auch nochmal bitte ein. Ich hab nichts bekommen. Ich hab immer nur von so einem Niklas, der hat irgendwie. Eingeladen, steht bei mir, aber ich. 30 Vorbereitungsdinge. Meine Freunde GTA 5 spielen. Oh, Robin spielt halt. Aber halt ohne mich. Ohne uns. Hä, aber. So, Jan, du solltest eingeladen sein. Geht ja nicht. Robin muss halt raus. Ja, gut, perfekt. Robin ist auch schwer halt gemacht. So ein. Naja. Ja, hat er. Ja, perfekt. Hab auch schwer gestellt. So, Merten und ich nehmen das mit dem Geschütz. Den. Genau, das ist praktisch meiner, deswegen ich kann ihn krass fahren und Alex geht ans Geschütz und los geht's. Human Labs EMP. Also ich letztes Mal war es aber andersrum. Eben. Ja, ich gehe ans Geschütz und los. Genau. Hä, wieso? Wir sind schon bei EMP abliefern? Ja. Ja. Ich noch den Dings klauen. Jet. So. Ist schon geklaut. Outfit, was nehmen wir denn diesmal? Lass mal zwielichtig. Hab ich. Und dann lass mal Schleicher nehmen. Ja, so ein bisschen chilly durch die Gegend. Also die Standard, das Inkognito mit... Oh, Michaela, so ein schicken Auge. Schwarze Engelschi-Maske. Ja, ich mach. Mit schwarzen Augen, ne? Das sieht halt so krass aus, finde ich. Merten, wir fahren mit meinem Wagen dahin, weil da ist ja noch nicht viel geshootet. Ja. Also das, wir snipen dann ja am Anfang erst. Und dann ist halt... Nee, es ist erst im... Achso, das ist das wieder. Ja. Die Mission, oh, die halt dezent. Ich krieg hier raus, ich höre nur. Jan, Bock auf eine Runde Golf? Aber ist nicht wahr. Rechts hier unser. Ja. Oh, wieder schön schnell jetzt. Irgendwie cuttet er mir meine Frise immer weg. Ja, ja. Mir auch, ich habe immer andere Frisur, wenn ich irgendwo starte. Komm mal, lass mal einen neuen Felgen.
Ey, wir haben ein null Teamleben. Ja, ist halt schwer eingesteckt. Ja. Ey, die sind halt todeszuwaggy. Die haben halt diese Felgen haben innen, also die ganz kleinen, weißt du, was ich meine? Ja, die Diamanten drin. Oh shit, Alter. Die regen sich halt so echt aus. Ja. Ich hab gerade aus dem Fenster geguckt. Ich finde den Watch Dogs noch ein Ticken schöner. Watch Dogs, yeah! Ah, größte Bullshit von Spiel, aber. Watch Dogs habe ich leider nicht selber gespielt, aber ich habe mitgekriegt, was da abgeht. Ja, da ging viel ab. Es braucht bei maximaler Einstellung Full HD, ja. Ohne NTR-Leistung ungefähr 5 GB VRAM. Kann man machen. Und selbst wenn du 6 GB hast, ruckelt's halt. Ist halt einfach so. Dann kann ich dir einfach meinen Uplay-Account geben. Ja, easy. Uplay ist was? Ist das EA oder so? Von Ubisoft. Nein, das ist Ubisoft. Und, ja, EA ist Origin. Ich gehe ja Trusted zurück, also. Ja, nö, das ist wenn du, ich geh halt voll ein Dödel-Account. Weil ich halt ein basiges Game hab. Denken immer alle gleich, ja, nee, mehr gebe ich lieber nichts. Das ist ja, immer du, weg. Du bist halt ein Degel-Jubel, du gibst nichts zurück. Du bist ein Degel-Jubel. Das Ding ist, als wir gescammt haben, fand das am Anfang jeder richtig schlimm. So, hey, du kannst den anderen Leuten ihre Skins wegnehmen. Und wo das dann passiert ist, kamen auf einmal alle an und wollten auch was abmachen. Wirklich alle. Es kam halt keine an und meinte so, nee, ich brauche nichts. Also es kam jeder an, der gibt mir mal auch was, über auch die ganze Zeit im TS. Neider halt. Ja. Geier. Ja, Team AMD hält sich ganz kurz zurück, ne? Klar. Kurz taktische Abkürzung genommen? Nicht? Was müssen wir eigentlich genau jetzt machen, Taktik, gleich? Taktik. Nicht, dass ich drauf gehe. Taktik pur, okay. Diesmal klar. Ja, aber was, um was geht's denn? Den EMP abliefern. Mit dem Insurgent zum EMP, also zum Human Labs fahren. Man kann das nicht steuern bei Regen, ne? Nee. EMP abliefern. Ich kann nicht vor. Und den Truck in so eine Garage. Guck mal, ich mach immer. Ich erkläre es gar nicht. Guck mal, den ganzen Wasserfall, den ich hier vor mir hätte. Alex. Ja. Ihr klickert Maß. Ja. Also ich persönlich uns das EMP in diese Garage da stellen und da müssen wir uns halt hinten die ganzen Leute ausschalten und den Truck in die Garage stellen und das war's. Und da müssen wir noch ganz nicht wieder okay. Abfahren. Na okay. Also easy peasy eigentlich. Also eigentlich nicht, aber... Henny, bei der Vorbereitung jetzt müssen wir erstmal mit dem Geschütz da zum genau. Zu, unten wieder da, wo ich den Heli gerade eben geparkt habe. Und danach kommt das mit dem taktischen, alles klar, ich habe Sicht auf den und den schießen. Ja, das ist, ja, ich habe nur die grobe Mission, das mit dem Hinfahren, das wollte ich jetzt nicht so ganz erläutern, das ist ja nicht ja, so schwer. Aber das Ding ist, was Jan dir erklärt hat, da gehen wir halt wirklich unglaublich krass mit Taktik. Das ist aber die Mission also, danach. Da schießen wir auch alle gleichzeitig nee, auf den Panzer und was. Das ist die Mission hier. Ich bin auch der Meinung, das ist jetzt das mit dem Panzer, wo wir, das ist das ist da, wo... Geschützt so. Genau, das ist da, wo du und Robin sich überschlagen haben und du deinen Kopf zerquetscht hast. Das ist das ja, genau, jetzt hier. Genau, das war lustig. Echt? Ja. Also, wir fahren halt schon diese Einöde da. Da steht aber EMP abliefern und nicht besorgt ja, ja. Die Insurgents. Das ist echt klar, ne? Wir liefern das ja, EMP ab. Ja, Launch, Jan hat recht. Ja, ja, weil Alex das ohne uns gespielt hat. Ja. Ah, okay. Was ist da denn? Ach, das ist ein taktischer Rückstand, den wir hier haben. Das ist so mehr Plan und so. Ja genau, schon mal unseren Lageplan komplett durchsprechen und Ammo checken und sowas. Das ist alles hier hinten. Das ist hier alles hinten im Auto. Mein PC wird so heiß an meinem du musst morgen mal, wenn du hier bist, dann wir einfach ein bisschen GTA. Ja, packst du mal so dein Schienbein oben rechts in meine PC-Kante. Okay. Ey, Alex Merten. Ja. Treffen wir uns dann eigentlich zuerst im Buchhaltshalle? Wir treffen uns bei Kilian. Bei Kilian, okay. Wie kommt ihr denn zu Kilian? Ja, Merten, wir wissen nicht, was für ein Haus der hat, ne? Er müsste uns dann sprechen Wie kommt ihr denn zu Kilian? Ja, dann kannst du sie nicht mit dem Auto abholen. Muss Mama mit. ja, ne, Specken steigen wir aus und dann halt. Also dann, keine Ahnung, wird Kilian uns da wohl irgendwie mal abholen, denke ich mal. So ein bisschen, Junge, bestimmt. Ja, wie, ich fahr doch erst abends hin.
Ja, und ist ja trotzdem ab. Schön geparkt. Wir müssen doch vorher alle in Buchholz treffen, damit wir dann gemeinsam dahin, damit Kieler nicht öfter los muss. Meinetwegen. Es war halt bloß noch nicht so abgeschlossen. Also. Ja, okay. Ich fahr die Scheiße. Ah, da habt ihr auch ein Hörgerät. Jo. Ja. Tut mir leid, Alex. Wir sind mit der Tür weggeschoben. Jetzt ist es wieder ein Rainbow. Guck mal die Disco hinten drin an. Ja, naja, genau. Ich mach mal. Nee, ich kann nicht Musik machen. Mach mal Soul Wakes FM an. Warte. Was zum alles in der Welt ist, hab ich noch gar nicht hinten drin gesehen. Das hört mir gerade erst auf. Wofür? Wieso? Wir können ja theoretisch sterben bei dem Job. Ein bisschen Spaß haben wir halt noch haben. Achso, stimmt ja. Reinschleichen. Also mehr, wir beide nehmen einfach wieder den Weg wie immer. Ja? Was? Wir beide nehmen den Weg wie immer. Was? Ja, genau. Wir killen den gleichen Gegner und so und Jan nimmt dann diesen Weg auf und dann kill das auch. Oder mein Quatsch. Ich weiß nicht, wer fährt, aber das gehört dazu. Das ist auch der Art Motor. Muss auch umgefahren werden. Oh, guck mal, wie krass das aussieht jetzt von der Seite. Da, guck mal über den See. Oh, oh, shit. Bei mir ist einfach mal GTA abgekackt.